Hör mal, Wer ist eigentlich dran mit anmoderieren? Nee, mit, bist du dran? Kannst du ruhig anlassen. Ja. Weil sie kann ja einen Schnitt machen. Ist sie an? Ja, die ist an. Ja, etwas Konzentration. Kommt hinaus. Hallo, liebe Zuschauer von Campus TV, die uns gefunden habt, obwohl diese Sendung nicht auf Jena TV läuft, sondern diesmal nur im Internet. Nur im Internet. Nur im Internet, ganz was Besonderes. Weil dieses Video ist für unsere werten Erstis, für die neu dazugezogenen. Darum nochmal ein ganz herzliches Willkommen auch an euch. Wir haben tolle Berichte für euch zusammengefasst, die euch das Leben hier, gerade die ersten Tage in Jena, erleichtern sollen. Ich hoffe, ihr habt schon eine WG gefunden. Falls nicht, gibt es jetzt noch mal ein paar ganz heiße Tipps. Mhm. Und falls ihr euch schon immer gefragt habt, warum hat es bei dieser WG jetzt mal nicht geklappt? Das könnte daran liegen. So, ach, deswegen dem, macht man das etwa nicht. Ja. Schaut es euch an. Hier, komm, Choreo. Choreo. Hier kommt das Video gleich rein. Da könnt ihr dann draufklicken, wenn ihr das sehen wollt. Genau. Geil. Das ist echt was Neues, aber auch nicht neu. Auch nicht neu. Nee. Nicht neu. Wenn ihr jetzt schon mal was zu wohnen gefunden habt, dann interessiert euch sicher als nächstes, wo man denn hier schick essen gehen kann. Schick essen gehen kann man in Jena nicht. Doch. Aber man kann Döner essen. Ja. Ja, man kann eigentlich geilen Döner essen. Wir haben vier Stück oder fünf Läden haben wir getestet, hatten alle so eine Bäuche danach. Und das geht irgendwann nicht mehr. Macht das nicht zu Hause, also macht das nicht nach. Geht nicht am Tag zu fünf Dönerläden und versucht euch die reinzuspachteln. Das geht schief. Das geht schief. Ja. Oh ja. Ja, wir wollen das gar nicht vertiefen. Guckt euch erstmal als allererstes das Video an, das wir damals gemacht haben. Genau. Das ploppt jetzt auch irgendwo hier. Und dann könnt ihr da einfach draufklicken, wenn es euch interessiert. Was neu für euch ist, ist die Friedrich Schiller Universität. Ja, genau. Auf jeden Fall. Ja, das UHG, finde ich, sieht aus wie Hogwarts. Ja, von innen. Meine alte Schule hat damals ausgesehen wie Hogwarts. Ja, die Schule. Ja, meine nicht. Also, ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich da immer wie Draco Malfoy, wenn ich da durchgehe. Mit muss auch sagen, Namen. Ja, ich wäre auf jeden Fall auch in Slytherin gelandet. Mhm. Also, ich wäre nicht zu Gryffindor gegangen. Das sind voll die Pussys. was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass euch Schiller hier auf Schritt und Tritt begleiten wird in Jena. Die genau. Schillerstraße, Schillerplatz. Schillerallee, Schillerautobahn. Wer kennt sie nicht? Die Schillerautobahn. Man muss einfach über diesen Burschen Bescheid wissen. Bescheid wissen, genau. Das der ist hier das irgendwann mal an der Uni unterrichtet hat und hier gelebt hat, dem es hier sehr gut gefallen hat. Und da wollen wir euch natürlich auch nicht allein lassen. Deswegen haben wir da knallhart Videos gemacht mit riesigem Budget. Also tausende, da haben wir tausende Euro bekommen, bezahlte Schauspieler. Ja, ne? Ja. So, das war, ich glaube, Angelina Jolie wollte auch mitspielen. Hat dann aber wegen Grippe abgesagt. Ja, genau. Und nachdem die ausgefallen ist, hat sich auch noch die andere da gemeldet. Wie heißt sie nochmal? Die andere. Scarlett Johansson. Ach so. Ja, aber die war uns einfach nicht schön genug. Also da haben wir dann einfach nochmal neu gecastet, weil so, die muss ja auch nicht überall mitspielen. Gut. Also deswegen gibt es einfach die Schillers Werke in aller Kürze und genau. Könnt ihr euch angucken. Und da wisst ihr auf jeden Fall Bescheid und müsst euch nie wieder blamieren, wenn euch jemand fragt, wer dieser Friedrich Schiller ist. Genau. Ja, aber nicht nur Friedrich Schiller ist ja wichtig, wenn man hier ist. Hier gibt es auch so ein paar andere Dinge, die man gehört und gesehen haben muss und auf keinen Fall falsch machen darf. Oh ja, hier kann man viel falsch machen. Allein beim Durchlaufen, beim in der Stadt bummeln. Zum Beispiel Johannistor, ne? Dadurch, also dieser Tor, beim großen Turm gibt es noch einen kleinen Turm daneben. Dieser große Turm, also da beim... Naja, nee, aber darum meine ich ja, neben dem großen Turm gibt es noch einen kleinen Turm daneben. Das ist Johannesplatz, aber das kennen die erst. Daneben ist so eine Straße, wo immer diese ganzen Menschen laufen, wo so die Cafés sind. Und da ist so ein Tor. Und wenn ihr da durchlauft, habt ihr schon verkackt. Ja. Ich bin ja überhaupt nicht abergläubisch oder so. So ein Mist interessiert mich wirklich nicht, aber das ist echt schlechtes Karma. Hart, ja. Das ist... Da ist er übrigens. Clip. Also Campus TV beschäftigt sich auch gerne mal mit Sachen, die nicht so viel mit Uni zu tun haben. Und Freizeittipps geben und Urlaubstipps und ach, nette Umfragen. Dazu gibt es so viele Videos, da ploppen jetzt hier gleich überall Fenster blub, 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 blub. Ja, und jetzt haben wir schon so viel rumgequatscht und euch vermutlich zu Tode gelangweilt. Weswegen diese Videos exakt das sind, was ihr braucht, um dass es euch nicht mehr langweilig ist. Genau.
Und wenn ihr sagt, ey, das ist cool und ich habe noch eine Idee und es wäre doch viel geiler gewesen, wenn die das so gemacht hätten, die Typen haben ja eh keine Ahnung, ne? Wenn ich das machen würde, würde ich es ganz anders machen, ja. Dann seid ihr hier gar nicht mal so hier, falsch. Hier genau richtig. Hier genau richtig. Und wie ihr herkommt, das seht ihr jetzt, hier, wenn ihr dein klickt. Und ja, was, wie, hast du die Adresse im Kopf gerade? Karl Zeiss Promenade 6. 6, siehst du, alles klar. Was ich nicht wieder alles weiß, ne? Hammer. In Wirklichkeit sind wir auch nur so nervös, weil die Kamerafrau nackt ist. Ja, guckt euch an, wie ihr herkommt. Das ist wichtig, weil so leicht ist es nicht. Doch ist es. Ja. In dem Sinne, macht's gut. Adios, schönen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Und wir sehen uns. Wir sehen uns. Auf dem Campus. Und herzlich willkommen in Jena. Ja. Wie bei der Tagesschau. Und dann hier. Gundula Gause. Naja, aber das war doch gut, haben wir doch gut gemacht. Ja, und dann, ja, der Ton ist da nicht mehr drin. Nee, den blenden wir jetzt so langsam aus und unterhalten uns darüber. Genau. Unsinn. Ja. So, da lachen wir doch.